Hallihallo, mein Name ist Martina Klünsner, ich bin Pferdestallbesitzerin und heute zeige ich dir, worauf man achten muss, wenn man sich ein Roundpen baut. Ich habe mir wieder mal etwas Neues gebaut und zwar ein riesiges, großes Roundpen. Für was ist ein Roundpen gut und warum sollte man unbedingt auch ein Roundpen in seinem Stall haben? Das kann ich dir ganz gerne erklären, denn ich arbeite sehr viel mit Problempferden, Jungpferden. Einreiten haben wir sehr, sehr viel schon auf unserem Hof gemacht und wir haben zwar einen großen 20x40 Reizplatz, aber ein Roundpen hat auch wieder sehr, sehr viele Vorteile. Sehr viele Vorteile liegen vor allem darin, dass man beim Longieren auch ein bisschen eine Unterstützung hat, dass das Pferd nicht immer nach außen drückt. Man hat beim Anreiten auch weniger Gefahrenpotenzial für den Bereiter selber, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, man kann eben auch viele tolle Vorarbeiten machen. So etwas wie Freiarbeit ist sehr gut möglich in einem Roundpen, aber auch alle Arten von Reiten gebisslos oder Reiten mit einem Halsring ist einem Roundpen einfach so viel sicherer. Wichtig ist bei einem Roundpen jedoch, dass das Roundpen groß genug ist. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mir ein Roundpen bauen, gibt es gewisse Größen und dazu gehe ich gleich mal ein. In diesem Fall haben wir ein 20 Meter Durchmesser Roundpen und ich würde euch wirklich, wirklich, wirklich raten, nehmt euch wirklich viel Platz für euer Roundpen. Denn alles, was zu klein ist, ist einfach für die Arbeit mit dem Pferd wahnsinnig schwierig. Gerade ein Jungpferd sollte nicht unbedingt in einem zu kleinen Roundpen geritten oder gearbeitet werden. Was heißt zu klein? Welche Maße sind okay? Was ist nicht mehr okay? Alles unter 12 Meter ist nicht okay. Ein 12 Meter, das kannst du für kleine Ponys, für Shetland Ponys verwenden, aber im Endeffekt ist das von der Gymnastik her wahnsinnig schwierig fürs Pferd, denn ein Pferd ist dafür gemacht, geradeaus zu gehen und nicht ständig in einer Kurve oder in einer Biegung zu sein. Viele Pferde haben schon eine, sag ich mal, körperliche Disposition oder auch aufgrund von irgendwelchen Verletzungen tun sie sich dann einfach schwer und werden dann im Roundpen einfach immer schwierig werden, immer ins Laufen kommen, immer sich nicht zusammenreißen können, weil sie einfach sich zu sehr beengt fühlen und einfach zu viel Biegung vorhanden ist. Das heißt, ganz, ganz wichtig, schau, dass du mindestens 16 bis 18 Meter hast. Ich finde auch, 16 ist immer noch viel zu klein für ein Roundpen. Also ist alles noch für Ponygrößen, aber sobald du in Richtung Großpferde gehst und ich sage mal ab einem Stockmaß von 1,50, 1,55 musst du schon mindestens 18 Meter Roundpen haben, weil sonst wird es einfach zu klein. Ich habe mich dazu entschlossen, gleich 20 Meter zu nehmen, weil ich einfach natürlich wirklich viel, viel Platz haben möchte. Ich mit sehr vielen verschiedenen Arten von Pferden arbeite. Ich arbeite mit Großpferden, ich arbeite mit Ponys, ich arbeite mit Sportpferden, ich arbeite mit Freizeitpferden. Also ich habe so ziemlich alles in meinem Training hier dabei. Auch schon Pferde, die im Grand Prix-Bereich unterwegs sind und dann wirklich auch ganggewaltig sind und halt einfach einen großen Raumgriff haben. Da braucht man wirklich ein großes Roundpen. Wenn du also jetzt entschieden hast, okay, ich baue mir jetzt ein Roundpen und ich habe die Möglichkeit und ich habe die finanziellen Mittel auch gleich auf 20 Meter rauszugehen, so wie ich es gemacht habe, dann kommt die nächste Frage natürlich, was für einen Belag bzw. was für einen Unterbau braucht man in einem Roundpen. So, und jetzt kommen wir mal gleich zu einer ganz, ganz wichtigen Sache. Warum ist der Unterbau im Roundpen so verdammt entscheidend? Der Unterbau ist deswegen wichtig, weil du möchtest ja, dass das Roundpen auch nach einem starken Regenwetter, wie es jetzt bei uns der Fall war, relativ schnell wieder bereitbar und trocken ist. Weiters haben wir auch natürlich in so einem runden Zirkel auch sehr viele Scherkräfte. Das bedeutet, dass das Pferd sehr viel Material auf die Seite schiebt. Wenn ich jetzt hier keine Platten drunter verwende, sondern einfach nur einen normalen Unterbau, kommen wahnsinnig schnell die ganzen einzelnen Komponenten des Unterbaus wieder hoch. Deswegen würde ich dir dringend dazu raten, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, steck's lieber einmal rein, dieses Geld, und kauf dir Paddockplatten. Ich zeige dir gleich mal meine. Hier siehst du die Platten, die wir verbaut haben. Und zwar habe ich da ein Sponsoring bekommen von der Firma Pro Ecos, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Joachim Lengle hat uns da ausgezeichnet beraten und auch gesagt, welche von diesen Platten die richtigen Platten sind. Denn eins muss ich auch noch dazu sagen, Paddockplatten, Reitplatzplatten sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe auf meiner Anlage, ich glaube schon 5000 Quadratmeter Platten verteilt und verlegt und ich kann euch sagen, es gibt Platten, die halten wunderbar für die eine Sache, aber sind absolut ungeeignet für die andere Sache. Deswegen auch hier, nehmt euch wirklich einfach kurz eine Beratung, ruft an bei Pro Ecos, fragt dort einfach mal kurz nach und fragt mal, hey, welche Platten wären geeignet. In diesem Fall, ich weiß leider jetzt nicht mehr, wie diese genaue Plattenvariante heißt, aber sie sind sehr hoch, das zeige ich euch hier gleich nochmal. Sie sind relativ hoch gebaut und diese werden dann schlussendlich mit Schotter verfüllt.
Das heißt, das Verfüllen des Schotters bringt eben, dass diese Platten sehr gut das Wasser ableiten. So, was verbindet sich unter den Platten? In dem Fall habe ich einfach nur den Boden abgezogen, nur die Platten hinaufgelegt, mit Schotter verfüllt und dann mit einem geeigneten Spezialsand verfüllt. Das ist die Leichtbauvariante. Die funktioniert auch nur mit gewissen Platten. Das kannst du nicht mit allen Paddockplatten machen oder mit allen Reitplatzplatten machen. Manche brauchen zwingend nochmal einen Unterbau. Oben am Reitplatz haben wir einen ziemlich massiven Unterbau. Kostentechnisch natürlich weitaus mehr als jetzt hier bei dem Roundpen. Ich muss sagen, ich bin mit der Leichtbauvariante sehr happy und es funktioniert auch wirklich tadellos. Man muss sich natürlich nur überlegen, was für Böden und Untergründe hat man. Habe ich einen lehmigen Boden, habe ich einen sandigen Boden? Und der Boden muss vorab ja auch mit einem Bagger so bearbeitet werden, dass man wirklich sagt, es gibt eine gewisse Neigung, also die Prozentneigung, die kriegt man dann auch pro Hersteller, je nachdem, was sie empfehlen, aufgrund der verschiedenen Plattenformen. Und wir haben auch noch zusätzlich drunter ein wasserdurchlässiges Spezialvlies. Das ist das, was hier als weißes Material noch ein bisschen auf der Seite hinauskommt. Ihr seht, wir haben sogar mehr Platten als Roundpen. Das heißt, ich werde irgendwann mein Roundpen noch mal ein bisschen vergrößern, auf jeden Fall, weil ich ein bisschen mehr Platten gekauft habe. Aber ihr seht hier, wir haben hier so ein Spezialvlies und auch hier wieder ganz wichtig, nicht jedes Vlies eignet sich für alle Arten von Reitplatz. Warum, sage ich dir auch gleich. Wenn du ein Vlies drunter verwendest, musst du das sehr genau sein, denn ein Vlies kann wahnsinnig schnell zumachen und dann ist alles, was du da drüber gebaut hast, völlig für nichts. Das heißt, wichtig ist, dass das Vlies selbst ein gelochtes Vlies ist, das wirklich für diese Art der Verwendung geeignet ist. Und auch hier würde ich wieder bei der Firma Proecus anfragen, denn genau von denen habe ich dieses Spezialvlies gehabt. Und ich muss euch sagen, es hat jetzt in den letzten 2 Tagen extrem geregnet und schaut euch das an, Platz ist tipptopp trocken, also eigentlich perfekt zum Reiten, besser kann es gar nicht sein. Das heißt, wenn man da ein normales Vlies drunter tut, was passiert? Das Vlies fängt an, das immer mehr und mehr zuzumachen, die Feinteile bleiben auf dem Vlies drauf kleben, das Vlies lässt das Wasser nicht mehr durch und das Wasser kommt von unten nach oben. Und dann hast du im Endeffekt einen nicht reitbaren Platz. Gut, hast du also eine gute Auswahl von Vlies und dann eine gute Auswahl deiner Platten, dann musst du natürlich vorher noch mit dem Bagger, wie gesagt, ein gewisses Gefälle reinmachen und auch noch vorher deinen Boden und deinen Untergrund prüfen. Eine ganz wichtige Sache kann ich dir auch noch geben, und zwar, du kannst dir ansehen, wie die Vliesgrenzen vom Grundwasser und Oberflächenwasser auf deinem Grundstück sind. Dafür gibt es eigene Programme. Bei uns ist es in dem Fall das sogenannte GIS, das ist, glaube ich, Geoinformationsservice oder Geoinformationssystem heißt es. Da kann man sich das anschauen, online anschauen, wie diese Vliesgrenzen sind. Das heißt, ich weiß, wo kommt das Wasser her, damit ich auch weiß, wie kann ich das Wasser wegleiten. Denn es bringt euch nichts, wenn ihr ein Roundpen oder einen Reitplatz oder ein Paddock irgendwo hinbaut, wo exakt von einer gewissen Stelle, so wie hier, das Wasser hier runterkommt. Denn dann braucht ihr später noch eine Steinwand. Und solche Dinge kosten verdammt viel Geld. Das heißt, überlegt euch vorher ganz genau, wo ihr eigentlich euer Roundpen oder euren Paddock oder sonst etwas hinbauen könnt. Bei mir ist es so, es ging nicht anders, deswegen mussten wir diese Stelle nehmen, deswegen waren wir auch ein bisschen gezwungen, auch ein bisschen mehr zu investieren und auch noch besser das Wasser abzuleiten. Das ist manchmal nicht anders möglich. Es ist wie beim Hausbauen, da muss man auch genau schauen, wo kann ich das eigentlich hinbauen, damit nicht das gesamte Oberflächenwasser zu mir hinunterschießt. Das heißt, das könnt ihr euch auch unbedingt anschauen und könnt damit auch entscheiden, wie ihr die Drainagen um euer Roundpen herum macht. Wir haben das noch zusätzlich rundherum einmal drainagiert, damit auch wirklich Wasser schnellstmöglichst wieder weiter kann und wieder weg kann und auch im Boden versickern kann. Das heißt, hier ist nichts irgendwie verdichtet oder sonst etwas, sondern das Wasser kann wirklich ganz normal schön absinken, aber wir haben hier keine Überschwemmungen mehr. Also gut, jetzt haben wir ja schon mal quasi die absoluten Basics. Sagen wir mal, ihr habt euch jetzt die Platten von Proecus gekauft, so wie wir es gemacht haben. Dann werden die nachher mit einem geeigneten Split verfüllt. Dieser Split soll ein Split sein, der nicht fest wird, ja, weil sonst haben wir auch wieder ein Problem mit dem Abfließen des Wassers. Und danach wird das mit der Rüttelplatte quasi einmal durchgerüttelt. Ganz wichtig, damit das wirklich schön bodeneng ist und damit das alles wunderbar hinhaut. Als nächstes ist dann die Frage mit dem Sand. Welcher Sand ist geeignet, welcher Sand ist ungeeignet? Und hier kann ich dir eins auf jeden Fall sagen, es gibt viel Sand, der
ungeeignet ist. Wenn du gewisse Sandsorten nimmst, in dem viel Lehmanteil drinnen ist, dann hast du sehr bald einen sehr rutschigen Roundpan. Und gerade beim Roundpan ist es besonders wichtig, dass der wirklich sehr, sehr, sehr stabil ist. Denn die Pferde laufen über den Hufschlag und sie werden auch schlussendlich sehr viel Scherkräfte aufbauen. Dafür müssen die Platten halten und da muss auch die Füllung halten und das muss auch der Sand aushalten. Es gibt mittlerweile schon eigene Füllmaterialien, die man in den Sand dazu hineingeben kann, damit die Scherwirkung ein bisschen vermindert wird, die Hufschlagbildung sich auch deutlich vermindert. Und mit diesem Spezialsand, den habe ich auch von der Firma Pro Equus bekommen, ist es natürlich besonders einfach. Denn mit diesem Spezialsand habe ich diese ganzen Problematiken gar nicht. Also ich habe oben am Reitplatz einen ganz anderen Sand, hat aber auch eine ganz andere Eigenschaft und eine ganz andere Idee. Fürs Roundband kann ich aber diesen Sand wirklich extrem empfehlen. Also anfühlen tut sich der Sand von Pro Equus ein bisschen so wie der Sand auf den Malediven. Aber wir wissen ja, der Sand auf den Malediven besteht ja zum größten Teil aus Fischscheiße. Ja, tatsächlich, der Steinbeißer Fisch, der beißt das die ganze Zeit von den Korallen runter, kackt das dann aus und macht uns den wunderschönen weißen Strandsand auf den Malediven. Aber dieser Sand fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Und das Beste, was man haben kann, ist ein nasser Strandsand oder das Gefühl von einem nassen Strandsand, der eine Eindringtiefe von 2 bis 3 cm hat. Das ist eigentlich der ideale Boden fürs Pferd, ideal auch fürs Sehnen und Bänder. Und für mich natürlich, weil wir auch sehr viele Pferde haben, die reha-bedingt auch zu uns müssen, ist es mir besonders wichtig, dass der Sand griffig ist, gesund ist, nicht so tief einsinken lässt und die Pferde auf jeden Fall stabil hält. Ich werde jetzt dir aber keine Empfehlung geben, welchen Sand in welcher Körnung, in welcher Größe und in welcher Schärfe oder sonst irgendwas du kaufen sollst, denn das hängt wirklich davon ab, wie ist die Nutzung, was für Art von Pferde hast du drauf. Hast du mehr Norica, hast du mehr schwerfällige Pferde, hast du mehr Blüter, die noch mehr Scherkräfte verursachen, hast du Pferde, die eher schnell laufen, möchtest du einen Platz, auf dem du vermehrt Dressur reiten kannst, möchtest du einen Platz, auf dem du mehr springen kannst, möchtest du einen Western-Sand, wo es um das Sliden geht. Das heißt, du siehst, jeder Sand hat seine gewisse Eigenschaft und jeder Platz hat auch seine gewisse Idee. Das heißt, hier muss man immer schauen, was für ein Sand passt jetzt da. Der richtige Allrounder-Sand, der hängt dann aber trotzdem auch wieder ein bisschen vom Schwerpunkt ab und auch davon, habe ich es im Roundband oder habe ich es am Reitplatz. Das heißt, bitte sei so lieb, geh zu deinem ordentlichen Reitplatzbauer und bitte den um die Erfahrung und frag ihn halt einfach auch, du, welcher Sand würde bei den Pferden mit der Belastung von 3-mal die Woche machen wir mit den Pferden so und so viel am Platz. Wir galoppieren sehr viel, wir springen sehr viel und wir haben eher die und die Art von Pferde. Dann kann der Reitplatzbauer mit richtig viel Erfahrung, und da kann ich wirklich den Joachim empfehlen, kann dir dann sagen, hey, was war's, der und der und der Sand ist genau der Sand, den du brauchen kannst. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Teil, und zwar natürlich die Umrandung. Ja, ich habe mir dafür Paneele-Gitter genommen. Warum? Weil ich die wahnsinnig gerne mag. Ich reite ja auch nicht nur die leichtesten Pferde, das heißt, ich reite auch Pferde, die manchmal ausrasten und buckeln. Und ich muss halt ehrlich sagen, die Paneele waren schon sehr oft mein kleiner Lebensretter. Es sind, wenn ein Pferd richtig abgeht, dann lenke ich es einfach zur Paneele hin, halte mich an der Paneele fest, ziehe mich da quasi vom Pferd runter und bin dann quasi safe, bevor das Pferd mich in hohem Bogen irgendwo durch die Gegend schmeißt. Tatsächlich habe ich das schon wirklich sehr oft gehabt, die Situation, gerade mit den jungen Pferden in jungen Jahren. Ja, und da ist es halt dann schon super, wenn man einfach weiß, man ist safe. Ich finde es auch sehr gut, weil sie auch nirgendwo irgendwelche Spitzenstellen oder sonst irgendwas haben. Ich bin nicht so ein Fan davon, wenn der Reitplatz rundherum einfach gefahren birgt, wo man als Reiter wirklich blöd draufknallen kann oder sonst irgendwas. Ich finde auch immer, ein Reitplatz gehört auch abgezäunt, gerade bei jungen Pferden oder bei unsicheren Reitern. Bitte macht's das einfach, es ist einfach sinnvoll. Kann natürlich jeder handhaben, wie er will. Für mich waren die Paneele eine super tolle Sache. So, und jetzt kommt aber eine ganz wichtige Sache zu den Paneelen. Paneele werden, vielleicht seht ihr auch ein bisschen das Problem, das ich hier habe, seht ihr das? Die fangen an, ein bisschen nach innen zu schieben, wenn die unten nicht fixiert werden. Ja, natürlich wusste ich es vorher und habe es aber trotzdem nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das mache ich später. Und was ist? Schauen wir uns das hier an. Ihr seht, die fangen an, so ein bisschen sich hineinzulehnen. Weil natürlich unten der Untergrund nach außen schiebt, also nach außen schiebt, in die Richtung schiebt, und dann anfängt, dass der Sand und alles die Paneele ein bisschen nach innen drückt. Das heißt, oben kommen sie nach innen, unten gehen sie nach außen. Das Problem kann man aber lösen, indem man einfach nur die Paneele vorab, bevor man den ganzen Sand schon quasi da draußen am Hufschlag hat, kann man noch hergehen und sagen, man macht Eisensteher hier unten
noch dran, die diese Balken, also in dem Fall habe ich solche Balken, die den Sand davor aufhalten sollen, nach außen zu wandern und nach außen zu spazieren, diese Balken könnt ihr fixieren. Das habe ich nicht gemacht. Ja, das war in dem Fall mein Fehler, ist aber nachträglich natürlich noch machbar. Das heißt, diese Balken werde ich jetzt demnächst mit Eisen nochmal auf der Außenseite so fixieren, dass sie nicht hinausgedrückt werden können und somit werden dann auch die Paneele nicht mehr rausgedrückt. So, also das war es mal zum Bauen. Jetzt kommen wir kurz zur Sandpflege. Es ist wirklich wichtig, dass ihr regelmäßig Scheiße rausmacht und es ist auch wirklich, wirklich wichtig, dass ihr regelmäßig Blätter von eurem Reitplatz und Roundpen runterbläst. Ich habe oben meinen Reitplatz ziemlich im Wald, das heißt, alles ist voll mit Bäumen rundherum und jedes Jahr, ihr kennt die Videos, blase ich mit einem riesen, fetten Laubbläser die Blätter immer wieder runter. Mittlerweile, dadurch, dass ich das Roundpen jetzt unten habe für den Winter, habe ich auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich mache meinen Reitplatz oben zu, quasi. Das heißt, mein Reitplatz oben bekommt quasi einmal diese Durchblaserei, dass einmal alle Blätter weg sind und dann lege ich ein Hagelschutznetz auf dem die anderen restlichen Blätter rauffallen können. Und wenn ich ihn reiten will, ziehe ich das Netz weg. Wenn ich fertig bin, ziehe ich es wieder drüber. Und dadurch, dass ich unten das Roundpen habe, brauche ich jetzt im Winter oft den Reitplatz oben nicht unbedingt. Deswegen ist es immer cool, wenn man beide Möglichkeiten hat. In dem Fall habe ich das Glück, dass die Bäume alle weit genug weg sind und nicht sonderlich viel Laub hier reintragen. Wenn du das Laub aber lässt, wird das wahnsinnig schnell zu Humus und Humus wird rutschig. Und sobald dein Sand vermischt ist mit Humus, Erde und Scheiße, wirst du leider diesen teuren Belag wieder vernichten. Also sei da wirklich genau bei der Pflege und kümmere dich auch um deinen Reitplatz. Was ich natürlich noch empfehlen kann, was ich jetzt aber selber nicht habe oder noch nicht habe, sagen wir es mal so, ist hier rundherum hätte ich noch gern einmal Gummimatten auf der Unterseite, einfach nur um den Sand ein bisschen davor zu bewahren, zu viel hinauszuwandern, weil ich zeige euch das mal, wenn Pferde viel galoppieren, und wir haben hier auch viel Galopp in dem Roundpen, dann schießt es dann ganz gern auch mal ein bisschen Sand nach draußen. Und wenn wir hier schauen, sehen wir, dass hier immer wieder auch Sand nach draußen abwandert. In dem Fall war es jetzt tatsächlich der Regen, das heißt diese eine Öffnung da, die werde ich auf jeden Fall schließen müssen, dass mir nicht zu viel Sand rauskommt. Aber die Pferde schießen auch durchs Reiten und durchs Arbeiten immer wieder Sand nach außen. Also würde ich unbedingt auch empfehlen, auch hier in dem Fall, gerade so wie es bei mir jetzt auch ist, nochmal sicherheitshalber unten nochmal eine Gummimatte dazu zu bauen. Ist natürlich auch wieder eine kostenintensive Sache, denn es sind ja doch sehr viele Paneele, aber somit kann man verhindern, dass der Sand sich immer mehr und mehr nach außen bewegt. Nochmal kleiner Hinweis auch zur Pflege. Ihr solltet den Platz unbedingt regelmäßig abziehen. Warum? Wenn ich ihn nicht regelmäßig abziehe, wird der Sand immer mal hart und klumpig. Und das kann natürlich auch wieder ein Problem sein. Das nächste ist natürlich, durch das Abziehen mache ich mir den Sand gerade. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jungpferd arbeite, das gerade in der Gymnastik ist oder sagen wir im Reha-Bereich schon unterwegs ist, wo wir wirklich sagen, da muss das Pferd sich wirklich auf seinen Körper konzentrieren können und ihr wollt, dass das Pferd euch zuhört, dann braucht ihr auch einen geraden Boden. Es ist nichts unfairer, als wenn man jemanden, der eh schon ein bisschen eine Thematik hat, man sagt, jetzt komm, jetzt geht er mal über unebenen Boden durch die Gegend. Das macht keinen Spaß. Die Pferde verlieren sehr schnell das Vertrauen und haben keinen Bock drauf. Klar sollen Pferde auch lernen, im Gelände oder sonst irgendwo auf unebenen Böden auch herumgehen zu können. Und Pferde sollen nicht nur auf perfekten Böden gearbeitet und geritten werden. Das ist vollkommen klar. Aber manchmal muss man sich das schon überlegen. Also ich hasse nichts mehr als Reitplätze, die von oben bis unten komplett irgendwie beieinander sind, wo sich keiner mehr drum schert und die Pferde eigentlich nur deswegen permanent stolpern und unsicher laufen, weil der ganze Platz nicht passt. Das heißt, regelmäßiges Abziehen bringt auch wirklich weniger Hufschlagbildung und du lockerst den Boden und den Sand immer wieder auf und du hast ein bisschen eine Gleichmäßigkeit. Das heißt, wenn dein Pferd am Takt unrein ist, dann weißt du wenigstens, es liegt nicht am Boden, ja, oder an der Unebenheit, sondern spürst sofort, ob dein Pferd das hat oder nichts hat. So, das war jetzt mein Roundpen-Tutorial. Du bist jetzt mit mir mehrere Male im Kreis gegangen und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe auch noch viele weitere Tutorials zum Thema auch den Aktivtrail, den wir da oben haben. Also wir haben ja dann doch einiges, was wir in unserem Stall hier schon gebaut haben. Keine Sorge, es war alles mühsam, es hat alles verdammt viel Geld gekostet und sehr viel Tränen und Schweiß. Also mir wurde nichts geschenkt, keine Sorge an alle, die immer sagen, ja, die Glünsner hat so gut. Nein, 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 ich hatte es definitiv nicht gut. Und die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Die lachen sich jetzt wahrscheinlich gerade ziemlich in die Hose. Lachen, bis sie sich in die Hose machen. Weil tatsächlich ist so ein Projekt nicht ohne. Ja? Das ist echt zach und das ist echt mühsam. Aber es ist Goldes wert.
es ist Gold wert. Und all die ganzen Tränen, Schweiß, Mühe und alles, was ich da an Lebensjahre verschenkt habe, ich kriege nie wieder. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt danach, nachdem es endlich fertig ist, das wirklich absolut genießen und jedem empfehlen kann. Also einen Pferdestall zu haben, ist schon mal der erste Fehler überhaupt. Aber wenn man den Fehler schon gemacht hat, dann muss man es durchziehen. Und dann ist es super, super, super geil. Also ich freue mich jetzt, ich gehe jetzt rauf, ich hole es meinem Pferd und ich reite jetzt auf diesem Platz. Weil der gehört mir und da kann ich entscheiden, was ich will. Auch wenn eine coole Sache, wenn es einem gehört, dann kann man auch alles liegen lassen. Bis auf die Scheiße, die gehört weg. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Du kannst gerne in den Kommentaren ein paar Fragen stellen. Wenn ich Zeit habe, beantworte ich sie gerne. Wie gesagt, nochmal, der Kontakt ist der Joachim Lengle von der Firma Pro Ecos. Das empfehle ich wirklich aus Herzen und ich empfehle nur das, was ich gut finde. Und ich finde das gut, deswegen empfehle ich es. Dementsprechend hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Schau dir meine anderen Videos an, abonniere meinen Kanal. Ist immer cool, denn ich stelle ständig solche Sachen online. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen und wie gesagt, spar nicht am falschen Eck. Lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ich weiß, ich habe es auch nicht geschenkt bekommen. Ich gehe auch jeden Tag für jeden scheiß Cent, den ich da in meine verdammten Gäule stecke, gehe ich auch jeden Tag arbeiten. Keine Sorge, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Und keine reichen Eltern, gar nicht. Ich komme aus gar keinen reichen Verhältnissen. Aber, wenn du es einmal ordentlich baust, du sparst dir Sanierung, du sparst dir wirklich unnötige Ärger, Heulen und was weiß ich was alles, auch diese ganzen Hackschnitzel-Reitplätze und so und Hackschnitzel-Roundbands, mach's nicht, tu's nicht. Du wirst das nachher wieder abziehen, außer du hast deinen eigenen Wald und die macht Hackschnitzel selber. Ja, okay, dann kannst du es jedes Jahr wegziehen. Aber mach einen gescheiten Roundband, mach einen ordentlichen Reitplatz, mach einen ordentlichen Arbeitsplatz für dich und dein Pferd und du wirst wirklich die nächsten Jahre sowas von glücklich sein. Das kann ich dir versprechen. In dem Sinne höre ich jetzt auf zum Labern und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Baba!